herzlich willkommen zu meinem fünften Versuch, Overwatch aufzunehmen. Ich hoffe, es klappt diesmal. Wie ihr seht, habe ich schon das dritte Level erreicht. Das liegt daran, dass ich vier Versuche vorher hatte und einmal selber das Training absorbiert habe, einfach nur um die Grafik einzustellen. Ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt mal vernünftig. Das ist jetzt das dritte Aufnahmeprogramm, was ich dabei versuche. Und ja, dann machen wir erstmal das Training. Okay, los. Und los geht's. Startet Tutorial. Das war, als ich das erste Mal gespielt habe, überhaupt nicht so hoch aufgelöst. Das war voll verpixelt. Guten Tag, Soldier 76. Ich bin Athena. Ich werde Sie durch das Overwatch-Trainingsprogramm führen. So, wo steckt sie nur? Wartet auf mich! Hiya, Tracer hier! Fangen wir an. Bitte behalten Sie mit Ihrer Steuerung Tracer im Blick, während sie den Raum durchquert. Hier drüben! Großartig. Behalten Sie Tracer nun im Blick, während sie zur Mitte des Raumes läuft. Hier bin ich! Fangen wir mit den grundlegenden Bewegungen an. Sie können sich vor- und rückwärts bewegen, ohne Ihren Blickwinkel zu ändern. Auch Bewegungen nach rechts und links sind möglich. Folgen Sie Tracer auf Ihrem Weg durch den Hangar. Ich versuche das einfach mal so. Folgen Sie weiter Tracer. Folgen Sie Tracer weiterhin. Ausgezeichnet. Springen Sie auf den Vorsprung und treten Sie durch die Schleuse. Bye! Sie befinden sich jetzt im Schießstand. Bitte betreten Sie den markierten Bereich. Beginnen wir mit den Kampfgrundlagen. Ihr Porträt wird Ihnen unten links angezeigt. Das sind Sie, Soldier 76. Daneben sehen Sie Ihre aktuellen Trefferpunkte. Fallen diese auf Null, sterben Sie. Ihr schweres Impulsgewehr ist Ihre Primärwaffe. Sehen wir mal, worauf wir Sie schießen lassen können. Sie zielen mit dem Fadenkreuz in der Mitte Ihres Bildschirms. Bewegen Sie es über den Trainingsbot und feuern Sie dann. Gute Arbeit! Sie können einen nahen Ziel auch mit einem Nahkampfangriff zusetzen. Ihre Gegner im Feld könnten etwas schwerer zu treffen sein als dieser. Ich fordere für Sie ein paar Gegner an, die eine größere Herausforderung darstellen dürften. Gegner wie zum Beispiel diese Trainingsbots werden mit einer roten Umrandung dargestellt. Ihr Umgang, sobald Gegner Schaden erleiden, werden über ihrem Kopf ihre Trefferpunkte eingeblendet. Nun kennen Sie die Grundfunktion Ihrer Waffe. Als nächstes sehen wir uns Ihre Fähigkeiten an. Beginnen wir mit Sprint. Zusätzlich zu Sprint können Sie sich mit dem biotischen Feld selbst heilen. Für diese Demonstration muss ich Ihnen eine leichte Wunde zufügen. Autsch. Bauen Sie jetzt ein biotisches Feld auf. Solange Sie sich im leuchtenden Bereich aufhalten, werden Sie geheilt. Die Fähigkeit kann allerdings erst nach einer kurzen Wartezeit erneut eingesetzt werden. Diese Abklingzeit wird auf dem Fähigkeitssymbol angezeigt. Ihr Gewehr ist auch mit Helix-Raketen ausgestattet. Sie können eine Raketensalve in Zielrichtung abfeuern. Wenn die Raketen explodieren, fügen Sie auch umstehenden Gegnern Schaden zu. Probieren Sie es bei den Zielen aus. Kommen wir schließlich zum taktischen Visier, Ihrer ultimativen Fähigkeit. Diese mächtigen Fähigkeiten können den Verlauf eines Spiels ändern. Vor Ihrem Einsatz müssen Sie jedoch vollständig aufgeladen werden. Ihr aktueller Ladestand wird hier am unteren Bildschirmrand angezeigt.
Fügen Sie den Trainingsbots Schaden zu, um Ihr taktisches Visier aufzuladen. Sobald Ihr Ultimeter 100% erreicht, kann das taktische Visier aktiviert werden. Ihre ultimative Fähigkeit ist zu 50% aufgeladen. Ihr taktisches Visier ist aufgeladen. Das taktische Visier optimiert Ihre Zielfindung, sodass Ihre Schüsse nie das Ziel verfehlen. Aktivieren Sie jetzt Ihr taktisches Visier. Gute Arbeit, Soldier 76. In der letzten Phase des Trainingsprogramms werden Sie einen Zielpunkt einnehmen. Der aktuelle Zielpunkt wird durch die Richtungsmarkierung A hervorgehoben. Gehen Sie, der Zielpunkt ist mit einer hellen Markierung am Boden gekennzeichnet. Während Sie sich in dem Bereich aufhalten, erobern Sie ihn nach und nach. Die Zieleinnahme wird unterbrochen, sobald Sie den Bereich verlassen. Ihr aktueller Fortschritt wird hier auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn sich gleichzeitig Gegner im Bereich aufhalten, wird die Einnahme unterbrochen. Sie haben den Zielpunkt erfolgreich eingenommen. Sie können nun das Tutorial wiederholen, ein Trainingsmatch gegen die KI starten oder gegen andere Spieler antreten. Ah, darf ich jetzt auch mal wieder? Schön. Apropos, ich habe eine Sonderedition und dadurch habe ich eigentlich auch schon 4 Extras. Also 4 Skins für die Charaktere. Warte mal. Was kann ich. Ah, hier. Bastion hier zum Beispiel. Überwuchert. Normalerweise sieht er so aus. So, wen haben wir hier? Achso, Siegerposition. Eigentlich sieht es so aus, aber das habe ich durch so eine Lootbox bekommen schon, weil ich ja schon öfters gespielt habe. Während der Aufnahme auch diese Position normalerweise so. Dann haben wir hier noch. Hier haben wir dann noch einen Skin. Normalerweise so. Sieht aber so aus, wobei ich den dann doch irgendwie besser finde. Wann haben wir denn noch den Reaper? Was haben wir hier denn? Lol, den kenne ich noch gar nicht. Ganz ehrlich, ich finde den eigentlich besser. Ja, durch da steht's Origins Edition habe ich gekauft. Dadurch habe ich die paar Skins schon gekriegt. Dann habe ich hier. Ich bin da. Gewalt ist immer die beste Lösung. Willkommen zur Apokalypse. Den habe ich auch schon freigeschaltet bei Soldier 72. Habe ich auch schon diesen Strike Commander Morrison Skin. Normalerweise sieht er ja so aus, wie ihr schon gesehen habt. Dann habe ich bei Tracer sogar schon 2. Einmal den Slipstream. Auch durch die Origins Version. So sieht die normalerweise aus, wie ihr auch wisst. Und dann habe ich noch. Alles klar. Gleich wieder da. Habe ich auch einen Spruch freigeschaltet. Huch, wir sind zu weit. Widowmaker habe ich. Space. Das habe ich, glaube ich, freigeschaltet. Die anderen hatte ich schon. Dann haben wir den Winston. Da habe ich auch. Interessant. Habe ich auch so ein Spray-Ding, so ein Icon. Das sind eigentlich auch alle, die es gibt. Einmal die Anna, Bastion, Defa, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen wird. Genji, Hanzo, Junkard, Lucio, McGree, Mai, Mercy, Farrah, Reaper, Reinhardt, Wotok, Soldier 76, Sombra, Symmetra, Torbjörn, Tracer, Widowmaker, Winston, Saya, Zeniata,
Gut. Aber ich möchte euch ja eigentlich nicht zu lange langweilen. Auf jeden Fall, es gibt dann noch den Trainingsbereich, da kann man jede Figur einmal durchgehen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. A, mache ich die Folge so kurz, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Folge überhaupt funktioniert. Und B, habe ich sowieso jetzt keine Zeit mehr. Das war auch nur spontan gerade. Also trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, tschüss. So, zurück. Ich hoffe, ihr entschuldigt diesen kleinen Cut. Ich hoffe, ihr nicht abgeschaltet, wenn nicht. Danke dafür. Ja, im Anhang, eigentlich wollte ich daraus zwei Folgen machen, aber dann mache ich da wohl doch zwei draus. Ich mache jetzt nämlich hier auf und ich spalte die dann nachher einfach immer. Das ist nämlich das neue Aufnahmeding. Denn ich habe mit der Sat eigentlich immer Hallo, herzlich willkommen für alle, jede Folge zu machen. Das ist dann auch oft auf Dauer nervig und da ich nie wirklich lange Dingens gemacht habe. Also, und ich wollte dann auch anfangen vorproduzieren für Weihnachten, weil ich meinen PC über Weihnachten einmal auseinandernehmen muss, da ich neue Teile für den PC kriege. Hoffentlich läuft es dann noch flüssiger, aber momentan läuft es ja flüssig und wie ihr seht, nehme ich in 4K auf. So, ich möchte euch jetzt nicht großartig zulabern, sondern ich möchte hier jetzt mit dem Trainingsbereich anfangen. Starte Training. Denn ich möchte euch einmal jeden Helden, also alle hier einmal vorstellen. Einmal deren Fähigkeiten und Waffen, ja. Fangen wir doch mal mit Genji. Die haben immer einen so einen Spruch, der hat so Froschsterne. Mit Linksklick wirft er sie alle drei hintereinander. Mit Rechtsklick wirft er sie ein bisschen verteilt. Wenn man weit genug wegsteht, kriegt er auch alle drei gleichzeitig so. Ja, so ungefähr hätte ich werfen müssen. Reichweite ist auch nicht gerade gering. Schaden machen sie auch eine Menge. Ja, zwei Würfe, um einen komplett zu killen, einen so einen Roboter. Dann zeige ich euch schon mal die eine Fähigkeit. Ja, habe ich ein bisschen zu früh gedrückt, aber zeige ich euch gleich nochmal. Links ist einmal ran, wenn Gegner gerade etwas weiter wegstehen und nicht mehr viel Leben haben, kann man einmal Linksklick, Linksschiff machen. So, E. Wirft das Ganze wieder zurück. Also einmal die Sachen, die auf einen abgefeuert werden, werden zurückgeschickt. Ja, ich bin eigentlich relativ schnell, aber das liegt daran, dass ich die Folge so kurz wie möglich halten möchte, weil die Datei wahrscheinlich sehr groß sein wird, weil ich noch nicht geguckt habe, wie groß die erste Datei ist. Ich nehme nämlich in 4K auf und das ist schon eine Menge. So, ich weiß nicht, ob ihr die ersten Folgen in 4K sehen werdet. Wenn ich bis dahin kein Schnittprogramm gesehen habe, dann wird das sowieso noch 1080p zu sehen sein. Also gut. Spezialfähigkeit. Aktiviert ein ziemliches, das Masterschwert mit F1. Einmal alles aufgelistet. Shuriken heißt die Drachenklinge, lässt sich eine tödliche Nahkampfwaffe zielen. Also die Nahkampfwaffe ist dann so effektiv wie das. Und noch ein cooler Vorteil mit Leertaste kann er hochklettern. Aber leider aber nicht unendlich. Du hast ehrenhaft gekämpft. So, dann nehmen wir mal den nächsten, McGui. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ja, die haben halt alle so einen Spruch. Die Waffe braucht auch zwei Schüsse, um einen zu töten. 6 Schuss hat die Waffe. Mit Rechtsklick schießt er sie alle 6 hintereinander. So. Muss man ein bisschen gegenhalten, einmal kurz und dann ist auch wieder vorbei. So.
E betäubt er die einmal ganz kurz und mit Linkschiff macht er eine Rolle. Q aktiviert ein, wie soll ich sagen, ein, drück einfach mal Q. Die Stunde hat geschlagen. So ein Modus, da kann er. Hätte ich so, wenn ich jetzt so gestanden hätte, hätte er alle drei anvisiert, wenn alle drei da wären. Dann hätte er alle drei auf einmal vernichtet. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Das stimmt. Hier sind die Waffen nochmal. Das ist ein Ultimate Revolver hält, fordert Gegner zum Duell, drücke Q, um auf Gegner zu zielen, dann Q oder linke Maustaste, um zu schießen. Also so alle drei, wählt dann alle drei aus und auf die. Und auf die wird dann geschossen. Auf alle. Dann macht man auch was mit. Abgestorben. Hi. Ja, hier sind nochmal jede Menge. Hier steht dann noch einmal einer einzeln. Oh, hier kann man es natürlich besser zeigen, wenn natürlich jetzt zum Beispiel die Stunde hat geschlagen. Gut, die hat er jetzt nicht alle getötet, aber trotzdem. Aber auch so mal ganze vier. Ja, gleichzeitig abgeschossen hat. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen blöd klinge, aber meine Nase ist ein bisschen verstopft, deswegen müsst ihr euch damit jetzt ein bisschen vergnügen, dass ich vielleicht ein bisschen komisch klinge oder ein bisschen Nase hochziehe. So, das war der McGree. Dann kommen wir mal zur Farrara. Ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen werden, aber ich beschütze die Unschuldigen. Ich gehe mal davon aus. Mit Linksklick schießt sie eine Rakete. Zwei Schuss, ist down, ist dann niemand, ist der down. Mit Rechtsklick kann sie fliegen. So wie mit Linkshift macht sie einen großen Sprung. Selber Schaden kann sie sich auch zufügen. E schießt so ein Schild, also ein Energiestrahl, der erzeugt dann so eine Art Schild, Druckwelle, die dann Gegner wegschleudert. Hier ist dann auch noch mal so ein bisschen Karte, da ist auch noch einer. Hui. Die Dinger heilen. Und stirbt. So macht man das. So, Reichweite hat das Ding natürlich auch. Gut, Q, stellen wir uns mal hier hin. Mal ein paar mehr. Q. Das ist eure gerechte Strafe. Da schießt sie ganz viele Raketen einfach gleichzeitig da, wo man jetzt eigentlich. Großartig ist das nicht, aber auf die Menge muss man rechnen, ne? Auf die Menge gerechnet bringt das natürlich schon ziemlich viel. Also so schlimm ist das natürlich nicht. Also F1, Raketenwerfer, Trommelfeuer, katapultiert dich in die Luft, feuert eine explosive Energieprojektil ab, das Gegen zurückstößt. Ja, eigentlich dasselbe, was ich euch erzählt habe. So, dann das nächste. Dann haben wir dann einmal den Reaper. Ich habe euch die ja eigentlich alle schon mal genannt. Der hat jetzt gesagt, der Tod ist unter euch. Ja, wenn ich das jetzt ein bisschen unterbrochen habe, tut mir leid. Der hat ein paar coole Eigenschaften. Er hat erstmal Schrotflinten mit 8 Schuss. Sobald sie leer sind, wirft ihr sie weg und zieht einfach neue. Das passiert. Das funktioniert unendlich mal. Entschuldige ich mich mal ganz kurz. Wieder da. So,
Bam, bam, bam. So. E ist teleportieren. Kann man sich bis dahin teleportieren? Aus dem Schatten. So, hallo. Linkshift kann man. So. So. Also die Waffen machen aus dem Nahkampf natürlich ziemlich. Oh, diese Kugeln. Mann, drauf. Macht Schaden. Und diese Kugeln, diese schwarzen, die da auftauchen, wenn man tötet, die heilen einen wieder. Die heilen einen. Also, das ist die Eigenschaft von Ibchen hier, dem Reaper. So, dann gehen wir hier einmal in der Mitte. Ne, wir stellen uns mal am besten hier hin und drücken mal Kugeln. Ja, da schießt er ganz viel. Ich weiß nicht, wie weit ihr das gerade gesehen habt. Deswegen mache ich das nochmal, weil bei mir hat das ein bisschen geruckelt. Deswegen gehen wir mal bei und machen uns nochmal die Special-Fähigkeit voll. Was hat er gerade gesagt? Ich Ja. Der Kopf steht noch nicht mal. So, ich stelle mich gleich mal hier hin. Hier habe ich es schon öfters gemacht. Ja, der schießt um sich herum und wird dann verletzt. Ja, das war's. Okay, brutal ist er schon mal. Aber er ist ja auch der Tod, ne? Die Wahl über Kinder. So. Ja, dann kommen wir jetzt zu Soldier 76. Aber da wir ihn schon kennen aus dem Tutorial, überspringen wir ihn einfach mal. Also kommen wir gleich zu Sombra. Man kann alles hacken. Und jeden. Ja, die hat so eine Mini-MG. Oh. 60 Schuss. Mit Rechtsklick. Hexe sie die Gegner. Und damit können sie ihre Spezialfähigkeiten nicht mehr anwenden. E ist, kann man zum Beispiel weit weg. Ist dann so ein Punkt. Da kann man dann irgendwie 15 Sekunden wegrennen. Oder, ja. Soll ich gar nicht. Und dann kann man E drücken, dann ist man gleich hier unten wieder. Ist man da, wo man das Ding hingestellt hat. So. Man kann aber auch solche Stationen hacken. Wenn man die dann einsammelt, spawnen die viel schneller nach als eben. Habt ihr auch kurz gesehen. Und, und die Stationen können dann nur Teamkollegen benutzen, also die in unserem Team sind. Ganz genau funktioniert, weiß ich nicht. Das gucken wir mal ganz kurz nach. Maschinenpistole. Ultimative Fähigkeit, EMP. Hackt Gegner und zerstört gegnerische Schilde und Barrieren um dich herum. Transolektor wirft einen Signalempfänger, das habe ich euch schon gezeigt. Thermo. Kann schwer verwundete Gegner durch Wände erkennen. Aha. Gedrückt halten und ja. Also. Das war das Ding. So, stellen wir uns mal hier hin und. Cool. Ja, irgendwie funktioniert das nicht ganz. Also ich weiß zumindest nicht, was ich falsch mache. Wenn ihr es wisst, dann sagt mir das mal bitte. Also das würde mich mal echt interessieren, was ich hier falsch mache. Ja, dann gibt es nur noch das letzte. Linkshift macht einen unsichtbar und dann ist man auch extrem flott unterwegs. Aber sobald man irgendwas anderes machen möchte, ist man dann wieder aus der Kampfkarte raus. Ah, wenn ihr das seht, da unten dieses Band, das bewegt sich. Das ist dieses Band, was sie schießt. Daraus macht sie so ein Waffen. So Kugeln.